Was geht's, liebe Leute? Hier ist euer Crush von FakeIT9. Zurück bei Let's Play Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Im letzten Part haben wir die Geisterprüfung abgeschlossen. Doch leider ist in der Zwischenzeit Team Skull beim Etherhaus zurückgekehrt und ja, hat ein Pokémon mitgehen lassen und nun erwarten sie uns bei ihrem Geheimversteck alleine. Damit, wo sie es gerade gefangen halten. Und ja. Wir müssen jetzt hier über Route 15, wir müssen hier bei Route 15 jetzt das Wasser überqueren. Aber dazu benötigen wir nämlich ein anderes Pokémon, das wir nämlich von ihm hier kriegen werden. Von niemand anderen als Top 5 Mitglied, also Top 4 Mitglied, Top 5 sag ich, Top 4 Mitglied aus der 5. Gen, Astor. Du bist auf Inselweiterschaft, Und was wird dich an diesem verlassenen Ort? Team Skull. Ich verstehe, du hast deine Gründe. Wie denn auch sei, ich bin Astor. Wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon mal hier bist? Kannst du erraten, auf welcher Seite die Landnetz ich werfe? Zahl. Und? Oh, wie dem alles in der Welt konntest du das wissen? Du hast noch nicht mal die Hand aufgehoben. Woher willst du wissen, was für eine Münze, auf welcher Seite die Münze ist? Das bin ich blendig von deinem hellseherischen Gespür. Was wäre, wenn ich weder noch gesagt hätte? Du hast gewonnen. Als Belohnung sorge ich dafür, dass du per Pokémon Mobilfunk weiter beirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mach dich vertraut. Ja. Mit Heido kann man dann auch schneller reißen und vor allem. Dem man wird auch durch seine Rauhaut nicht verletzt. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Drückst den B-Knopf, während du auf Torhüter reitest, kannst du mit der Torhüterdüse mühelos Felsen zertrümmern, die den Weg versperren. Noch etwas anmerken dürfte, am Ende von Route 16 liegt die Stadt Poo. Da treibt gerade Team Skull sein Unwesen. Sollst du also dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Ich weiß, ich weiß. Na denn. Wahrscheinlich werde ich nur den Lapras-Mobil nutzen. Nö, den brauche ich nämlich nicht, weil was ich möchte ist... die Tohaido-Düse. Mann, da sind man schnell unterwegs. Aber da wir gerade von schnell reden... es ist besser, wenn ich auch gleich einen Schutz einsetze, wenn ich schon dabei bin. Ja, super Schutz. Wir haben davon genug, also müsste das für die komplette Route hoffentlich reichen. Dass wir in aller Ruhe durchkommen. Wuhu! Die Felsen zertrümmern. Wir gehen hier richtig ab, Mann. Boom. Kaboom. Ah, mach es kaputt. Und schon wirkt der Schutz nicht mehr. Der hält auch wirklich nicht lange an. So. Oh. Dafür gab es auch etwas. Und zwar ein Sternstück. Ja, Sternstück, das bringt besonders viel Kohle. So. Und es wird Zeit, dass wir uns den Trainer in den Wasser stellen. In Kampf mache ich. Ich mache im Kampf viel von besser Gebrauch. Weil dein nasser Spaß macht dich darauf gefasst. Mach du dich eher darauf gefasst, nass zu werden, mein Freund. Jetzt nicht im zweideutigen Sinne. Donarion! Thunderbolt! Was denn? Zum Glück nur die physische Verteidigung. Da bringt ja deine Barriere absolut überhaupt nichts. So viel was wollte ich eigentlich nicht schlucken. Tja. Musstest du aber. Meine Badehose ist eine Hommage an einen Machomai.
So? Okay, jetzt aber gucken, dass ich hier alle Trainer finden kann. Sie hier rumtreiben. Zum Beispiel der Surfer-Dude hier. Man kann noch so gut im Surfen sein. Bei rauer See sollte man nie auf den Wellen reiten. Es geht nicht darum, die Wellen zu bezwingen, sondern darum, eins mit ihnen zu werden, Mann. Schon klar. Surfer Zane. Mantax. Oh Mann, das wird immer besser. Tonarion verspeist solche Pokémon zum Frühstück. Es fängt zuerst an. Passt natürlich perfekt. Gerade auch wegen des Mantax-Surfens. So, jetzt aber. Level 42. Yes, Mann. Ist eine Welle zu groß, kann man auch nicht eins mit ihr werden. Mantax-Surfen ist auch ziemlich cool, besonders wenn man sich gut genug mit Mantax versteht, gerade so auf den Wellen zu tanzen. Ja, ist eine nette kleine Einführung, aber auch nichts wirklich Besonderes. Oh! Oh! Oh, Akrobatik! Nicht schlecht. Das ist jetzt auch eine Surferstelle. Surferverband. Hohe Wellen sind unser Leben. Hallo? Der Sonnenuntergang hier geht mir einfach nicht aus dem Sinn, dieser kurze, schöne Blick. Ich liebe den Moment, an dem die Sonne hier wie Flammenball mehr versinkt. Awesome! Hast du schon mal von mysteriösen Gerathaus-Salto gehört? So nennt man das Kunststück eines legendären Surfers, dem Mantax und das Meerbison, das gewogen waren. Heute weiß aber leider niemand, wer mir das ausführt. Und das sollte ich mal probieren, ne? Naja. Weiß nicht, ob ich das wirklich jemals machen werde. Okay, also hier gibt's nichts Besonderes bei diesem Surferverband. Schade. Außer der Akrobatik-TM, gibt's ja leider nichts. Nichts. Was natürlich schade ist, aber da kann man nichts machen, ne? So. Los! Ach, da kommen die ganzen Felsen wieder zurück. Aber kein Problem für uns. Die räumt Toharu mit links auf. Die haben wir auch noch nicht bekämpft. Ich will die beste Schwärme der Welt werden. Hilfst du mir beim Training? Ich glaube, ein Pokémon-Kampf würde da nicht viel helfen. Du trainierst du deine Pokémon, nicht dich selbst. Nur so als Tipp, ne? Von einem weiblichen zu einem männlichen Pokémon sich weiterentwickeln, das war für mich schon immer mehr als merkwürdig. Und es ist trotzdem weiblich, hä? Wo es ein Gold King ist. Sinn? Ja, aber das ist halt normal. Das ist halt nun mal Nintendo Logic. Lumineon. Und weg mit dir. Oh, Bodyguard. Und wenn schon. Damit kannst du jetzt zwar nicht paralysiert werden oder was auch immer, aber das ist mir wurscht. Du wirst eh mit einem Schlag gekillt. Wenn ich das Meer von der Lula komplett abschwenden will, brauche ich eindeutig mehr Muskelmasse. Deutlich. Und dazu solltest du dich selbst trainieren und nicht, deine Pokémon. Was können wir, einen Quadputzer? Das wäre ideal. Bei Mädels, naja, sieht das wirklich für mich nur hässlich aus. Ich meine, die Mädels sollen das selbst entscheiden. Aber trotzdem, für mich persönlich, ich mag es gar nicht so, wie es aussieht bei den Mädchen, wenn sie so muskulös sein wollen wie Männer. Sorry. Ich kann den Anblick da nicht ertragen. Ein paar Muskeln, gut und schön.
Aber so viele wie in Männer? Nein. Einfach nur nein. Das ist mir zu viel. Dann kann ich diesen Anblick gar nicht ertragen. Wie gesagt, das müssen die Mädels selbst entscheiden, was sie mit sich machen wollen in der Situation. Aber persönlich würde ich es lieber empfinden, wenn sie weniger Muskeln haben. Ja, sie können auch genauso stark sein wie solche Männer, ohne solch viele Muskeln haben zu müssen. Dazu zählt nämlich auch mentales Training. Alter, wie schnell Schotzi das mal abläuft. Hallo? Hey, aber nein, ich bin keine Meerjungfrau, nee, ich bin schwimmender Pokémon-Trainer. Ich hab doch. Hab ich etwa gesagt, dass du eine Meerjungfrau. Hab ich dich etwa als Meerjungfrau betitelt? Naja. Für mich bist du schon so hübsch wie eine. So viel steht schon mal fest. Ah, das eher nicht. Ernsthaft. Knirrfisch. Oh Mann. Aber ist trotzdem an sich vielleicht ein ganz gutes Psycho-Pokémon. Besonders in Bezug darauf, dass nämlich physische Psychoattacken wirklich besonders, dass physische Psychoattacken wirklich gut beherrscht. Schade. Oh Mann, ich würde am liebsten im Wasser dahin schmerzen. Ja, genau wie mein Aquana. Wie ein Aquana. Wollte schon sagen, weil sie hatte kein Aquana. So. Oh Mann. Aber Moment, das ist ja kein Kometenstück, aber ein Sternstück bringt auch ganz, bringt auch recht viel Geld, also. Sollte ich mich da nicht beschweren. Habe ich noch irgendwo Sprudel? Ja, habe ich. Du Nario, und du verdienst jetzt mal eine Erfrischung. Vom Feinsten. Okay. So viel mal dazu. Mal sehen, ob hier noch irgendwo ein Trainer sich aufhält. Ich glaube mal nicht, ne? Ich glaube, ich habe ja alle besiegt. Dann wäre ich ja eigentlich schon fertig, ne? Ja, ich schätze mal, das war's dann. Hier noch die zwei. Ein paar Liegestütze machen. Kann schon mal vorkommen, dass ein Goof oder Corazon im Wasser nachher schnappt. 73, 74, 75. Die trainieren fleißig. Irgendwie die halb. Haben sie fast dieselbe Körperhaltung. Schwimmerpaar Chris und Howard. Aber beide setzen. Verschiedenfarbige Quabbel ein. Apokalyp wäre mir fast schon lieber. Amphira, ich glaube, du bist ja im falschen Zeitpunkt, im falschen Zeit, am falschen Ort hier. Überlass das doch lieber mal zu Roark. Ups, nein, ich wollte dich Donarin austauschen. Come on, du greifst natürlich an. Mit. Knirscher dieses Mal. Und du? Überlass das jetzt mal so. Nicht Lasho Kings, Roark, bitte. So, haben wir uns jetzt mal. Können wir dadurch jetzt endlich mal den Kampf beenden? Nom nom. What the? Ja, nee. Ach du lieber Himmel. Das ist eine gute Kombi. H2O-Absorber ist auch wirklich eine hervorragende Fähigkeit. Boah, da sind sie wirklich perfekt aufeinander abgestimmt mit diesen H2O-Absorber. Na schön, Donnerblitz. Und du? Nachthieb, aber schnell.
So, weg mit dir. Natürlich viel besser als Tastfluch. Hat sein Ohrabsorber rockt. So, weggeprotzelt. Ups. Schluck auf vom Feinsten. Naja, eigentlich war es mehr was anderes. Mensch, Korb ist einfach zu niedlich. Ich konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Mein Korbel und ich waren von all den Sit-Ups schon vor dem Kampf völlig aus der Puste. Und wie es jetzt plötzlich auf Abenddämmerung wechselt. Ich habe meine Freundin auf einen Sandstrandbesuch eingeladen, damit wir uns erholen können. Aber alles, was sie tun will, ist Sit-Ups machen. Die Pokémon starten ja nach mir wie die Muschas nach Lamus. Hm. Vielleicht, weil du auch so zum Anbeißen bist? Lass mich raten, es wird Lady Lapras sein. Nein, Tohaido, sehr schön! So, was ist das hier für eine Versammlung? Kurasan Stami. Ich bin mit einer Latein am Ende. Was ist los? Zu Stormy hier, ein Pokémon der Kategorie Mysteriös, ist man ein und alles. Es ist völlig besitzend davon, Wettbewerbe auszutragen, bei denen man sich so lange anstatt bis einer blinzeln muss. Ja, bei Stormy kann man doch nicht sehen, ob es blinzelt. Seit einer geschlagenen Woche geht das jetzt schon so. Ich will nicht nach Hause, doch so lange es niemand gelingt, Stormy im Anstand zu besiegen, kann wohl abschminken. Herr Fleckmann wird es wohl schaffen. Fleck. Was? Das schafft es auch nicht? Ich kann deinen Triumph schon langsam nicht mehr hören, Stami. Lass uns endlich gehen. Star. Was? Das ist immer noch nicht genug. Irgendwann muss es doch ein Pokémon geben, das Stami schlagen kann. Pokémon mit Attacke Spaß genug, könnte Stami Wimpernschlag zum Blinzeln bringen. Aber wir beherrschen nur ganz wenige Pokémon dieser Attacke. Trifft wohl nicht alles, auf alles nichts. Spaßkanone, ja, da kann ich leider auch nicht aushelfen. Na gut. Hey, zeigt euch meine Pokémon auf in den Kampf! Gerade blöd, dass ich nicht helfen kann, aber was soll ich machen, ne? Na schön. Oh! Das ist schon was anderes. Typ Eis nur, ne? Oder auch Typ Eisboden, ich weiß es gerade nicht. Schon mal bekämpft? Nö. Dann so ruhig ist man mit Kreuzschere. Ah, nicht effektiv. Es ist vom Typ Stahleis. Ah. Und dann ist Elektro auch nicht sehr effektiv, ne? Bis auf alle. Also, da wäre nur Knirschen normal effektiv. Die einzige normal effektive Attacke. Ah, sehr gut, die Verteidigung sinkt. Okay, dann. Jawohl, weg mit dir. Knuddeluff. Ein Feen-Pokémon. Da heile ich mal schnell lieber. Übertrank. Ach, wohl gelacht. Ah! Alter Schwede, das tut weh. Ey, tut das weh. Ey, tut das weh. Na, warte. Donnerblitz. Brutzel es weg. Oh, 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 Mann. Alter. Na, warte. Come on, Akrobatik. Zack, 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 zack. Und weg mit dir. Oh, ja, yeah, Baby. So, wer kommt jetzt?
Alpollo. Ja gut, dann möchte ich jetzt mal wechseln. Du hast jetzt eh schon einiges an Level abgestreicht. Jetzt ist mal Schluss damit. Die anderen möchten auch mal ein Stück von Kuchen haben. Alpollo, Alpollo. So, Schmarotzer. Damn. So ist's recht. Okay, meine Kleinen, zurück in eure Bälle. Ach ja, welch herrliches Wetter. Das schon, ja? Nein, ich brauch's jetzt nicht mehr. Ich habe mich bereits jetzt im Meer genug umgeguckt. Es gibt jetzt keine weiteren Trainer. Aber endlich mal ein Pokémon Center. Ja, da sind wir jetzt auf Route 16. Ups! Und da werde ich noch von einem weiteren Pokémon angegriffen. Eine Krabox. Na schön, dann besiege ich das mal schnell. Damit ich dann die Beeren abgreifen kann. Los! Akrobatik! Sehr effektiv. Und weg! Huh. Okay. So, Persif-Beere. Also es gibt ja laufend Persif-Beeren. Ja. Okay, so viel mal dazu. Na schön, dann gehen wir jetzt endlich mal da rein. Es wird Zeit. Meine Pokémon müssen geheilt werden. Hui. Und ich würde sagen, ja, ich glaube, wir schauen hier noch. Okay. Ich glaube, ich sollte erstmal das Sternstück verkaufen. Jetzt haben wir schon wieder knapp 100.000. 6.000, auf jeden Fall mehr wert als ein Nugget, so viel schon mal sicher. Über 100.000 haben wir jetzt wieder in Pokédollar. Aber ich heb mir das Geld noch ein bisschen auf. Kehlerei, die Fähigkeit von Gastella und Gastella sorgt dafür, dass sie gegen vergifte Pokémon stets Volltreffer landen. Fies, oder? Schon. Ey, was bist du denn? Momo, ich rede mit dir. Kummermilch ist mein Elixier. Momo, da rüberwachsen. Ich will Kummermilch. Mach ja keine Wachsen. Was ist ihr, yo? Bist nicht mein Bro. Okay, für hast nichts verloren. Geht aber woanders was holen. Ja, du, es ist meinerlei. Erstmal muss er mir vorbei. Auf geht das. Team Skull muss ja auch überall Ärger machen. Erkennt, die können es einfach nicht lassen. Gut, dass ich meine Pokémon vorher geheilt habe. Oh, und er kommt auch noch mit einem Unratütox, ist klar. Ja, zu symbolisieren, dass der Typ nichts weiter als Müll redet. Ja, so sieht es auch aus. Du redest, du laberst auch nichts anderes als Müll. Da ist dein Pokémon auch nur Müll. Also, verpiesel dich. Mein Bäuchlein spart, yo, bald platze was, yo. Dann geh gefälligst auf die Toilette, ja? Aber mein Bauchroboter ist, als würde Battle Royale drin abgehen. Jo, beim nächsten Mal schicke ich dich auf die Bretter. Kummermilch ist wohl lecker. Mit Kummermilch ist es. Wie mit allen anderen. Wenn man nicht Maß hält, schlägt es einen auf den Magen. Lass dir davon aber den Geschmack nicht den Geschmack verdämmen. Diese Kummermilch geht dir ins Haus. Haha, danke. Ein Pokémon. Auch Pokémon trägt nur so viel wie bekommt und hören rechtzeitig auf. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Interessante Nebenbeschäftigung? Klar doch. Ich bin auf Suche nach Daten-Pokémon namens Knackrack. Ernsthaft? Deshalb hätte ich gern, dass du eins fängst und mir seinen Pokédex-Eintrag zeigst.
Weißt du, ich habe gehört, dass in der Heinerwüste sie in der Heinerwüste findet, aber Pustekuchen. Ich zumindest bin leer ausgegangen. Komm wieder, wenn du uns gefangen hast. Dann bezahle ich dich für deine Mühen. Je nach Kaffee kann das gleiche Getränk schon mal ein wenig anders schmecken. Schätze ich mit Kaffees gut aus, das gefällt mir, das schenke ich dir dafür. Limonade? Danke. Pokémon mit der Fähigkeit Chemiekraft können die Fähigkeit des kampfunfähigen gewonnenen Pokémon mit Streitus übernehmen. Pokémon mit der Fähigkeit Resolver können die Fähigkeit des kampfunfähig gewonnenen Pokémon mit Streitus übernehmen. Okay, Moment, was? Die Fähigkeit und... okay, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Nochmal, also. Resolver können die Fähigkeit eines kampffähig gewonnenen Pokémon-Status übernehmen. Und Fähigkeit Chemiekraft können die Fähigkeit eines kampffähig gewonnenen Status übernehmen. Das ist dasselbe! Vielleicht missverstehe ich auch etwas. Bring mir dafür für die Milch doch jetzt anstattdessen einen Kakao. Kann ich gerade gebrauchen. Bisschen heiße Schokolade. Habe keine Lust auf den Pokémon Ressort. Und dafür noch ein Herzkonfekt und die Pokébohnen. So, das wär's. Okay, liebe Leute von heute, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. An der Stelle hier und wie immer, wenn es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush wurde fickt hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.